machst du? Wenn ich da hinziehe, wirft er nach da. Was soll das? Ja, er ist ein rebellischer Wurm. Ein sehr rebellischer Wurm. Sein Gott also. Sein Gott. Er will nicht, dass wir ihn kontrollieren. Wie lange nehmen wir dann eigentlich schon auf? Eine gute Stunde jetzt schon. Was wird er machen? Er trifft Odin nicht, das ist gut. Am Kopf vorbei in den Schuh. Wind steht gegen dich. Was machen wir? Waffenboxen regnen auch nicht mehr. Womit wir irgendwie sagen können, das wär's jetzt. Ich bin gerade bewegungstechnisch eingeschränkt. Ah, warte, das kann sein. So, jetzt muss es gehen. Erstmal Lager abchecken. Die beiden könnten jetzt noch ein Problem werden. Hier die zwei. Ja. Oder doch eher da. Ich weiß nicht. Ich versuche einfach mal einen absoluten Glückswurf. Denk dran, der Wind. Aber nicht mit einer solchen, sondern mit einer solchen. Der war zu weit, aber das hätte klappen können. Ja. Auf 3 eingestellt wäre reicht für dich. Da wäre, ja, das war reicht. Die Zeit. Okay. Josef, geht du alter Hirte. Besucht Heidi. Da wird ein bisschen geknattert. Ja, nein. Ja, komm, mach was. Gehen's auf Twiesen. What's up, this? Genau. Es war klar, dass er das tut. Aber es ist nicht tödlich. Und... Nein. Oh, Thor, unser Freund. Sollen wir für ihn den Teleport benutzen? Den letzten. Hätte man noch nie. So, letzter Teleport für Thor in Richtung. Hierhin? In Richtung, nein, oben links. Hier so. Deswegen Josef dürfte kein Problem werden. Na, rechts. Über die Minen. Hier so. Ja. Ich denke, mit einem Schrotflintenschuss dann fallen die Minen runter. Könnte man vielleicht was arrangieren. Das war klar. Oh, Heimdall könnte das Ding holen, wenn er dann wieder dran ist. Wusste überhaupt nicht mehr, dass wir noch Heimdall haben. Ja, ich wusste es auch nicht mehr. Er ist jetzt unser Waffenkistenmann. Der holt sich das Teil mit einem Ninja-Seil. Also Frey dürfte auf jeden Fall. Der dürfte, er jetzt dürfte er eigentlich gehen und mit Glück dürfte er Mickey mitnehmen. Ja, nein. Nein, aber er wird ihn verletzen. Ja. Ja. Schade. Dieses Selbstsprengungsding, das macht auch gut Schaden, eigentlich. 25. Wir sollten ihn jetzt opfern, oder? Winger, weil dann würde er ja durch die Explosion auch nochmal Schaden verteilen. Wir haben zwei Würmer da unten, oder sind es zwei? Nein, das sind zwei von denen. Wenn wir denen jetzt Schaden machen, dann nochmal die guten 20, die Winger da reinhaut, wären das über 60. Und sollte doch den ein oder anderen vielleicht jetzt so... Nein, es reicht nicht. Schade. Es reicht nicht. Swerve dürfte tot sein. Ja, zwei Headshots dürften es eigentlich machen, oder? Ja, Schrotflinten Headshots, ja. Aber ich tippe eher auf eine Bazooka-Kugel. Oh ja, stimmt. In diesem engen Gemäuer. Ja, oder? Nein, Shotgun. Oh, das wird interessant. Das wird sehr interessant. Wenn er ihm Kopfschutz verpasst, wird es passen. Ansonsten fällt er runter und tötet... Tötet Josef. Ja. Er schießt die Wand weg. Und wenn jetzt Josef dran ist... Haut er ihm dann Heimdall? Heimdall holst du. Du holst jetzt die Waffenkiste, habe ich gehört. Lass den Rückwärts hochspringen. Nein, so nicht. Nein. Will er nicht? Will er nicht rückwärts springen? Nein. Ja. Homing mit. Eine Lenkrakete? Ja. Wollen wir die auch gleich benutzen? Gegen. Guck dich auf der Karte um mit der Lenkrakete. Da so reinmachen, oder? Nein, nicht die zwei. Die zwei? Aber da haben wir Thor. Ja. Hier haben wir nur Odin. Sollen wir es da rein versuchen? Da. Sollen wir? Ja, versuchen. So sonst gibt es keine Würmer, außer die drei. Ja, ja gut, komm dann. Ja, dann, hau rein. Schön. Warum ist jetzt nichts? Schlecht.
Blitzschuss. Nein! Nein! Schade. Aber was machen die jetzt? Da oben ist ja nichts mehr für die. Außer Thor. Aber Thor hat doppelt so viel Leben wie die. Aber der Wind steht gut. Oh, stimmt. Die Windaktion. Ich denke, es läuft auf den Bazooka-Schuss gegen mit, Thor geht raus. Mit Wind raus, ja. Gegen Thor, ja, das könnte. Ja, ja. Der sie aber auch das Leben kostet. Ja, sowas von. Und zwar, Mickey jetzt mehr. Noch eine Explosion mitgibt. 10 und. Zack. Thor muss ihn 18. jetzt erwischen. Der Wind steht gut. Du kannst. Wir haben das Ganze mit der Cluster schon mal versucht, ne? Weißt, dass die Zeit dann nur scheiße war. Jetzt steht der Wind noch ein bisschen besser. Wird aber schwer, weil der hier unten eigentlich relativ geschützt ist. Ja, deswegen müssen wir dann hier hin feuern. Frage ist, treffen wir dann Odin oder so? Ah, es ist schwer. Wenn sie die Zeit runterstellen? Nein, ich versuche es reinzuschmeißen. Göttlich! Göttlich! Glanzschuss. Ah, es hat es nicht reicht nicht es und Josef nicht. Macht Swerf. Für Swerf jetzt aber aus. Aber Josef macht Swerf kalt, geht dabei drauf und diese Explosion könnte Tony schwächen, ja. Wahrscheinlich wird es so enden. Und wie das für die Blauen aussieht, haben wir das wieder gewonnen. Worms ist ein hämisches Spiel zum Spekulieren. Ja. Definitiv. Und es läuft schon wieder die Untergangsmusik. Ja, das nimmt ihn jetzt auf jeden Fall mit. Ja, ich denke auch, ja. Ja, auf jeden Fall. Und wird ihn auf Toni schleudern. Genau wie wir spekuliert haben. Und Toni bekommt 18 abgezogen. Ja, das dürfte es sein. 16, weil es nicht direkt getroffen hat. Aber das dürfte für ihn jetzt so das Ende sein. Ja, sollen wir. Ja, jetzt schmeißt sie aber bitte nicht wieder. Schmeißt sie vielleicht ganz leicht nach vorne. Vor dich. So? Nein, vor dich. Press vor dich. Also nach links. Weil, wenn du sie leicht, ganz leicht nur nach links. Nur komm, ich schmeiß jetzt so rein. Ja, genau. Nein! Falsches Knopf. Ja! Wie viel? Drei. Aber gut, bekommen die nicht da oben, aber hat keinen Wind. Die haben da oben noch einen Wurm hocken. Zwei. Oder? Ja. Zwei. Ich glaube zwei. Sehen wir ja gleich, wenn er schießt. Was er tut. Ein Thor. Wow. Thor haben wir da oben sitzen, den alten. Du kannst wieder deine Cluster versuchen. Die hat ja vorhin so gut geklappt. Die Einstellungen müssen dieselbe sein. Ja. Zu kurz. Das vernichtet Heimdall. Nein, es vernichtet ihn nicht, aber es trifft schwer ihn. Verletzt, ne? Geben wir den Gegnern somit auch eine Chance. So, Toni, was machst du jetzt? Hat guten Wind, wenn er Odin treffen will. Dann müsst du ihn vielleicht mit Thor von der Seite. Er schießt sich in den Kopf. Er macht Kamikaze-Angriff auf Thor. Ich hab noch nie einen Gegner richtig einen Computer, wo Kamikaze will. Nein, ich auch nicht. Clusterbombe, er wirft eine Clusterbombe von einer Sekunde. Hat das ihn auch getroffen? Böse. Das hat Odin böse aus dem Konzept gebracht. Jetzt haben wir nur noch Thor. Und genau da wurde. Leck mich! Ja, er tötet Icepick. Den Icepick? Mit einer Granate? Ich würde sagen, spring runter. Also lass dich da rein verwandeln. So, und jetzt eine Granate? Was haben wir? Eine Mine? Mine? Eine Mine? Weiß ich, eine Mine müsste eigentlich auch machen. Weiß nicht. Granate ist besser. Dein Handy vibriert, bist angerufen. Mein Handy vibriert. Dann machen wir mal kurz auf Pause. So weiter geht's. Wir haben kurz auf Pause gemacht, so. Wir waren bei. Die Granate hier. Auf Icepick. Die Granate auf Icepick. Versuch's? Ja, sehr schön. Ja, er ist tot. Sollte reichen, oder? Komm schon. Nein. Es geht doch nicht mehr schlimmer. Ich
Weil die paar Pixel da unten bei der Teamanzeige. Komm! Gab's mal einen Worms aus einer Ego-Perspektive? Ja, ich glaube, es gab eins. Scheiße. Jetzt muss jetzt Bruce. Muss wir haben keine andere Wahl mehr. Die anderen sitzen alle zu weit weg. Bruce guckt sich nochmal die Lage an. 25,9. 34 HP haben die insgesamt noch. Wir haben alle noch über 100. Win steht optimal eigentlich. Für einen Wurf gegen Josef will sie versuchen. Es wird ihn auf jeden Fall töten. Komm schon. Ja. Toni. Nein. Es hat ihn nur gestreift. Es hat ihn nur gestreift. Ich hätte eine andere nehmen sollen. Bei. Auf dem Holzträger. Das ist, ja. Ich hätte die andere nehmen sollen. Ja. Ich hätte ihn getötet. Verdammt. Der Wind steht auch für einen Bazooka-Schuss. Ja. Gegen Bruce. Denke ich. Bruce, der macht dir die ganze Zeit mit der Splittergranate die ganzen Skillshots. Bruce ist ein ausgebildeter Grenadier. Ja. Wird ja auch von dir gespielt. Ist einer der letzten aus deinem Team. Schön. So. Odin oder nein? Nein, es ist Heimdall. Ah. Unser Schweindall. Unser Kistensammler. Ja. Der auch eine Granate versucht. Nein, er könnte eigentlich mit der Bazooka so, oder? Ja, der Wind steht hier wieder aufsaugen, glaube ich, drüben. Wir haben da noch Tor sitzen, das geht jetzt nicht. Stimmt. Versuch nicht. Die Cluster lasse ich dir, ich nehme den normalen. Machst aber auch auf 5, würde ich sagen. So. Nicht so fest schmeißen, man könnte es. Ja. Komm schon! Die ist zu lang gedopst, ja. 8 Sekunden Granate. dann hätte es geklappt, aber ansonsten war der Wurf okay. Ah, nee, Tor. Tor wurde runtergeschossen. Ja, oh, da hätten wir auch die Bazooka nehmen können. Die wäre auch nicht früher losgegangen. Was macht er? Geht auf den Friedhof, springt wieder weg. Geht auf den Friedhof, springt wieder weg. Nein. Er versucht wahrscheinlich einen Bazooka-Schuss auf Tor. Wir müssen aufpassen, nicht, dass er versenkt wird. Er boxt sich durch. Er pumpt sich durch. Jetzt müsste Tor dran sein, oder? Nein. Bruce! Gib Toni jetzt den Rest! Nimmt sich so eine Granate, stellt sie auf 5 Sekunden ein. Wirft! Und! Sie dopst! Ja! Sie gibt Toni den Rest? Ja. Wunderschön. Und er müsste jetzt noch versenkt werden mit den anderen Grabsteinen, oder? Ja. Wunderschöner Abgang! So, das macht ein Team weg. Kilburn, das stärkste Team, ist weg. Jetzt haben wir nur noch Evil Team mit 9 und das dürfte Thor mit einem Attentat dann regeln, mit einem Kamikaze. Ich denke auch. Das ist unglaublich, er hat noch 9 Leben, muss trotzdem ziemlich lange nachdenken. Ja, er weiß ganz genau, dass er jetzt sterben wird. Jetzt er bewegt sich in unsere Richtung. Das eine Selbstmordaktion wäre interessant. Ja. Ich habe noch nie so gesehen. Oh. Nein! Oh, das hätte ich nicht. Er hat unsere Hoffnung vernichtet! Das hätte in der Form nicht passieren dürfen. Das hätte in dieser Form wirklich nicht passieren dürfen. Ich glaube, das geht jetzt auf Massengrenadier. Ah, nein, du hast noch einen Teleporter. Nein, wir haben keinen Teleporter. Wir haben leider keinen Teleporter mehr. Dann läuft das auf Granaten raus. Das läuft jetzt auf Granaten raus. Oder auf eine krasse Bazooka. Ja. Ich probier's mit einer krassen Bazooka. Die Granaten sind eher so dein Metier. Auf den Kopf vom anderen. Da ist der Rückstoß nicht so groß. Das Problem ist, da kann ich nicht so gut zielen. Komm. Flieg und Sieg! Der ist ins Wasser. Viel so weit. Das ist die Karte nicht mehr. Ja. Aus dem Spiel raus. Ja. So viel zu dem Thema Flieg und Sieg. Das bleibt wieder am Ja, was macht jetzt Icepick? Der Wind. Bruce und der Wind. Ja. Die Frage ist, Bruce, kann er das regeln? Natürlich kann er das regeln. Das ist Bruce. Das ist der Meister-Grenadier. Das ist Bruce Willis.
Eine Granate? 3 Sekunden? Was hat er vor? Okay. Das hat mich verwirrt. Bruce! Komm schon! 5, 4, 3, 2! Ja! Genial! Glanzschuss, 34 abgezogen und in der letzten Sekunde, sehr, sehr schön! Wunderbar! Wow! Genial! Bruce schafft es! Das wäre sowas, wo ich selbst nicht mitgerechnet hätte. Bruce, der letzte, einer der letzten von Taul. Hält der Nation. Ja. Er wirft Granaten 80 Kilometer weit. Best shot of the round. Least popular room. Ja. Bruce hat er verdient. Warm of the match, Bruce. Best shot, Bruce. Auskills, Bruce. Bruce, komisch. Most boring room, Beefers. Ja, das war dann Worms Armageddon. Extrem cooles Spiel. Extrem geil. Wie lange haben wir jetzt eigentlich aufgenommen? Let's Play. Eine Stunde 16. Das dürften ein paar. So, dann seht ihr jetzt hier mal so, wie lange wir aufnehmen. Ja, es dürfte ein bisschen was werden. Aber sehr cool. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Ich würde sagen, wir gucken jetzt nochmal schnell, ob wir noch was zusammen spielen können. Oder? 18:05? Ja, ich denke. Okay. Kurzes, schnelles Spiel noch. Ja, ein kurzes, schnelles Spiel. Und dann sehen wir uns wieder. Oder noch eine schnelle Runde Worms. Deathmatch. Eine schnelle Runde. Eine Deathmatch-Runde Worms. Also, weiter geht's hier. Wie regeln wir Deathmatch? Irgendwo mit 200 HP oder die Original-Deathmatch-Regel? Ich würde die Original. Okay. Auch wieder im Team oder? Okay. Genau. Dann würde ich sagen, Emulator ist pausiert. Dann beenden wir den heutigen Tag. Ja. Mit einem hängenden Controller. Mit einem hängenden Controller. Und mit der Deathmatch Round. Seid ihr bereit? Steht doch Game Schema auch auf Deathmatch oder geht es? Sudden Sinking. Ja. Sudden Sinking. Los geht's. Oh, letzte Runde Worms für heute. Letztes Mal Ladebildschirm. Letztes Mal Ladebildschirm und dann auch letztes Mal vorerst. Vorerst. Stefan. Aber das nächste Mal dann wieder. Ich habe in letzter Zeit nur Gäste. Ganz schlimm. So, Sudden Death Mode on. Wow. Wow, ja, die Fässer. Wenn die Fässer da sind, sind auch die geilen Waffen dabei. Nach komm schon. Palm. Ja, genau, Napalm. Komm schon. Gib uns die geilen Waffen. Gab's nicht auch sowas wie eine Benzinbombe? Ja, die Benzinbombe. Die heilige Granate, die Bananenbombe, die ich nochmal in 5 aufgeteilt hat. Ja. Die ganzen scharf, super scharf. Ja, genau. Scharf. Ist wie beim Dönermann, alles ein bisschen scharf. Er wird einen Windschuss versuchen. Ich glaube, da unten noch ein Kamerad von uns, der jetzt böse aufs Maul kriegt. Und Heimdall! Ciao, Heimdall! So viel von dir. Ah! So, jetzt. Aber die komm schon. Die Hocken geil. Was ist da da untergegangen? Winger? Warum? Das Wasser ist gestiegen. Odin. Ja, komm, was haben wir hier? Wir haben den Baseballschläger. Wir haben, was ist das? Trägerpark. Wir haben ein Schaf. Ein Schaf auf Josef. Ein Schaf auf Josef. Den Suicide Bomber. Josef ist Freeze, Low Gravity, Jetpack. Ah, den Mörser. Der Mörser. Aber wir haben ein Schaf für Josef. Wir haben ein Schaf für Josef. Er ist gewohnt auf der Alm. Tschüss, Josef. Du musst es auslösen. Nein. Ich hab dir gesagt, du springst. Es dreht sich rum. Komm, es dreht sich nochmal rum. Hoffentlich. Dreht sich nochmal rum. Dreh dich um jetzt. Nächstes Stück, bin ich um. Das war kein Napalm da. Nein. Schade. Ja, es hat da unten den noch getroffen. Da unten steht auch noch einer. Ah, scheiße. Ich bin das von Feuern so gewöhnt, dann Flammen. Ja, dann so. Feuermann spielt mal größere Benzinfässer. Ja. Heute kann sich keiner mehr Benzin leisten. Das Spiel passt sich an. Das Spiel passt sich an. Komm schon, wir haben nicht ewig Zeit jetzt.
Ich hab da schon eine geile Attacke mit 12 im Kopf. Die gut was einhämmert. Der Mörser! Also, der Mörser! Ich kann nicht mit dem Mörser schießen. Nicht? Ich bin kein Mörserschütze, ich bin Grenadier. Ja, das stimmt! Boah, Alter, wenn das alles so in die Luft geht. Da die drei Fässer, ein Tor, der nimmt auch noch was mit. Komm, scheiß drauf! Die Uzi, warum? Was hat er da gemacht? Die kämpfen nicht im Team, gegeneinander, glaube ich. Ja, doch, ich habe das doch eingestellt, sonst wären sie ja beide nicht blau. Hm. Interessant. Bruce! Bruce erlegt die Mörser Bruce auf, nein, nicht die Mörser auf, mit erlegt der Splittergranate. Ja, genau. Sven da. Mörser ist ja auch eine Splitterbazooka, so gesehen. Das stinkt hier! Nein, nicht, das stinkt hier! Das trifft nicht. Das würde Toni treffen! Das fällt Feuer runter, stimmt. Es würde Toni treffen, denke, das stinkt dir, die Axt! Ja. Okay. Ich denke, wir greifen mal auf die guten alten Hausmittel zurück. Ja, 3 Sekunden ist das okay? 4, okay. Komm schon! Was macht der? Was machst du? Ich will eigentlich nicht zurücklaufen, ich will so hochstellen. Geht irgendwie nicht, ne? Ja, das reicht. Das reicht! Ja! Zeit für wunderschön! Und so geil, wie die da unten hocken, schreit das nach Raten. Ja, das ist richtig gut. Bruce macht's wieder. Bruce haut hier rein. Und das Wasser steigt. Und der Chairworm ist dran. Im Winter da gar keinen. Er sitzt eigentlich ziemlich in der Scheiße. Das Wasser steigt mit jeder Runde, muss man dazu sagen, weil es ein Death ist. Weg. Das kann sein, dann trifft er bei Josef. Ja. Der auf der Alm wohnt. Der auf der Alm wohnt. Die Uzi! Er macht's mit der Uzi! Und kürzlich von einem Schaf besucht wurde. Ja. Das Schaf hat ihn aber nicht gemocht. Und ist abgehauen. Komm schon, dann lass mal Tor hier rein. Tor, der haut. Leg eine Dynamitstange da unten rein. Lecker. Haut ab. Das war's, oder? Auf jeden Fall war's das! Beide versenken, die wären aber auch so gestorben. Und du hast den 88 Punkte Tor hochgelaufen lassen. Ja, wie auch immer. Damit kommen wir dann auf die anderen. Chairworm, das Fass geht unter. Überleg mal, Umweltverschmutzung in Worms. Da geht ein Ölfass unter. Da geht ein Ölfass unter. Was soll das? Ich meine, das Wasser ist eh schon so leicht rötlich, von daher. Ich glaube, da macht das eine Fass auch nicht mehr. Was macht Josef? Hat er denn noch ein Schaf? Komm schon. Josef, das Ganze hat sich überlegt. Komm schon, Josef! Du bist nicht auf der Alm. Der Sudden Death Part wird ein Part kommen. Du bist nicht auf der Alm. Wo bist du dann? Eine Granate, eine Sekunde. Odin! Oh, oh, oh. Mach's gut! Servus, Alter. So viel zu dir. Ja, aber wir liegen immer noch in Führung. Und das Wasser steigt weiterhin. Swerve, ja, das ist deiner. Und Swerve bringt Toni. Der stinkt hier. Er bringt Toni, das stinkt hier, oder? Ich weiß nicht, wie das stinkt. Ich weiß, ich kenne sein Bewegungsmuster nicht, das ist das Problem. Das hat einen nur vergiftet. Komm, hau rein. Das ist nur Toni. Nein. Oh nein! Nein! Es sprengt jetzt auch noch. Ja, das soll sich aber zurück. Ich habe mit einer größeren Explosion gerechnet. Ist was? Auch. Nein! Sie verlieren pro Runde 5. Nein! Tools for Fools! Ja, scheiß wen. Josef! Josef, hol dir. Hol dir Tools for Fools! Komm! Hol dir den Schraubenzieher! Ah, nein, auf der Alm für Leitzimmer. So eine Melkmaschine oder so. Ich find's aber interessant, dass er Josef abschießt. Ja, aber warum haben die das vorher nicht gemacht? Weißt du, jetzt hat ein Death Orch, muss überleben. Und der kommt da ja nicht durch oder so, weißt du? Es ist ja. Frei. Das ist deiner. Nein, das ist meiner. Das ist seine. Frei. Der Wind steht scheiße. Der Wind steht extrem scheiße. Kann er da hoch? Moment. Ja, Josef ist von. Josef ist von den Gegnern. Ja, stimmt, Josef. Josef ist Gegner. Nein, das ist deiner. Ja, kann er nicht hoch. Wir haben auch nicht mehr so viel Zeit. Eine Lenkrakete. Auf die zwei. Die sitzen so schön beisammen, sie haben es sich verdient. Sauber durchs Loch. Ja! Ja! Komm! Nein! Ach! Anto ist erledigt, Tor.
Ah, Tor regelt. Tor klärt. Nein, Tor stirbt. Tor stirbt. Aber das Wasser klärt danach. Das Wasser klärt nach, ja. Damit habe ich gar nicht mehr gerechnet, aber haben wir nicht auch einen? Wenn wir einen haben, müssen wir einen einsetzen. Wenn wir einen haben, dürften wir, dann wäre das eigentlich göttlich, ja. Mit Brucey kannst du eigentlich die beiden hier. Und zwar wunderprächtig. Ich glaube, ich schwimme mir da unten aber was. Ja. Da ist Werkzeug ausverkauft. Bei Hornbach. Oh, ups. Werbung, nein. Ich mache keine Werbung. Würdest du nie tun. Nein, ich doch nicht. Ja, wir haben tatsächlich einen Luftangriff. Der Baseballschläger. Eine Mine? Ja, ich denke, das wird eine. Wobei ich Lust hätte, eine Chairwall rauszukicken. Aber das wird nicht gelingen. Wenn ich nur eine Bazooka und triff beide oder so, geht das? Dann gehe ich mir schon drauf. Hm. Stimmt. Ja, mach so, ist gut. Josef, schöner Sprung. Gut gemacht, Josef. Eine 8er Wertungsnote. Das war's erklärt. Das war's erklärt. Das war's erklärt das nächste Mal auch. Oh. Warum benutzt du den nicht vorher, du Arsch? Er hat's verstanden, ne? Ja, was erklärt erneut. Und ja, nimmt Mickey und Toni hat er mitgenommen. Ja. Tor steht sicher vorerst. Tor, gib Warnzeichen. Schießt nach rechts einen überzwängenden Schuss, der irgendwo hingeht. Nur nicht dahin. Ja. Irgendwo da rechts den Gegner. So. Ja! Ins Wasser. Josef, nein. Tor ruft die Götter. Josef. Oh, Josef wird getötet. Unser Brucey. Ja, du liegst mit deinem Team noch ein bisschen in Führung. Während das gegnerische Team schon fast. Aber da sind ganz viele auch jetzt durch das Wasser gegangen. Ja. Das Wasser ist auf unserer Seite. Möge die Macht des Wassers mit uns. Ja. Und wahrscheinlich würde jetzt Brucey da unten das Loch einhauen, das Wasser klärt dann. Wirklich? In den nächsten zwei Zügen. Denkst du Handwaffenaktion bei? Könnte sein, ja. Hallo. Nein, eine Mine. So wie du bei ihm. Ist sehr blöd. Ja, das Wasser klärt. Das Wasser klärt für uns. Das Wasser übernimmt Gerechtigkeit. Vor allem Brucey steht noch einen Ticken höher. Ja, ist interessant. Nein. Er kann sich nicht mehr bewegen. Nein. Er kann sich nicht bewegen. Du musst eine schmeißen auf Chuck, wie auch immer. Nein, ein Luftangriff. Wir haben einen Luftangriff. Sollen wir ihn nehmen? Ich denke, wir nehmen einen Luftangriff. Wer ist das? Ja. Ach, der Scherber. Nein, ja, er kriegt einen Luftangriff. Weil da hinten steht ja keiner mehr. Nee, er kriegt einen Luftangriff. Welche Seite, wie kann man das die Seite machen? Das machst du irgendwie mit L. Ja, genau. Ja, sehr schön. So. Voll auf den Hinterkopf. Mhm. Das war leider klar. Das war Suizid und Tod! Und das Wasser klärt! Dürfte jetzt eigentlich passieren. Das Spiel dürfte rum sein. Ja. Komm schon. Josef. Ja! Josef ist ja, drin. Und ja. Einer von uns geht auch noch. Sehr, sehr schön. Das dürfte es gewesen sein. Ja! Das war's. Das Sudden Deathmatch auch zu Ende. Bruce lebt noch. Drei Matches in Folge. Und Thor steht da hinten, dürfte jubeln. Na gut. Wahrscheinlich sehen wir nicht mehr. So, das war's dann für heute. Danke, dass du dabei warst. Immer wieder gerne. Gut. Dann wird es das nächste Mal Worms World Party geben mit dir. Yeah! Werde ich mitbringen. Bruce und Thor. Ja, Josef, auf der Alm ist man gelangweilt. Der langweiligste Wurm, Josef. So, gut, dann war's das. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal dann. Tüdelü.